Ach ja. Pack deine Sachen und verschwinde. Wenn wir Wutai schützen wollen, können wir uns nicht gegen die Shinra auflehnen. Okay. Yuffie ist jetzt nach oben gerannt. Das ist jetzt wohl ihr Vater. Aber, hä? Wo ist sie denn jetzt? Okay. Ha, komisch. Sieht aus, ob das hier irgendwie so Geheimgänge wären, ne? Weil er da an den Säulen irgendwie so was Rotes ist. Da sitzt er jetzt. Aber er ist ja scheinbar wach. So, wie sollen wir jetzt da weiterkommen? Okay. Oh nein, noch mehr komische Typen. Nein, die sehen nicht so aus, wie die vorher da waren. Aber sie sehen auch komisch aus. Okay. Nun, lang ist her. Okay. Was hat sie gemacht, das eine Mädchen hier? Yuffie? Ah! Hä? Ja, die ist schon auf jeden Fall eigenartig, oder? Wo ist sie jetzt hingelaufen? Eine Art Versteckspiel hier oder was? Da kommen wir auch nicht. Ach man. Wo steckt sie jetzt nun? Ist sie jetzt in diesem Restaurant da? Also in diesem Gasthaus? Guck mir mal. Ne, warte mal, da war doch was gerade. Eigenartig. Okay, alles umstellt. Bam. Ah, hier, da ist sie jetzt. Sie will wegrennen. Ha. Umstellt. Du kannst nicht weglaufen, Yuffie.
Na gut, ich weiß, ich hatte Unrecht. Du hast gewonnen. Ich gebe dir deine Materie zurück. Dann wollen wir auch hoffen. Oh, da kommt wieder Shinra. Oh. Achso, die gehen da jetzt rein. Deine Berichte trafen also zu. Er macht hier tatsächlich Ferien. Endlich haben wir ihn gefunden. Hol die Torx zur Unterstützung. Was für ein Ärger. Was war das? Wir haben Dienst frei und rennen nicht einfach los, um euch zu helfen. Wir wissen, dass ihr Dienst frei habt, aber wenn du das weißt, dann lass uns in Ruhe. Dich anzusehen nüchtert mich schon aus. Befehl von Hauptquartier. Ihr müsst auch nach ihm suchen. Na gut, das reicht. Wir kriegen ihn auch ohne die Torx. Ihr werdet schon sehen. Ohne diese heftigen Leute. Und glaub bloß nicht, dass die im Hauptquartier nichts davon erfahren. Oha, ey, was sind das für welche? Renno, glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee war? Ich meine, würde eine professionelle Torx so reagieren? Elena, verstehe mich nicht falsch. Ein professioneller Torx opfert sich nicht für seinen Job. Das tut nur ein Narr. Root? Er sagt nichts dazu. Also das nehme ich dir nicht ab. Auf Wiedersehen. Entspann dich. Sie ist kein Kind mehr. Lass sie einfach machen. Ist das jetzt ihre Wohnung hier? Ich weiß, die Materia stimmt. Ich habe sie an einen sicheren Ort untergebracht. Folgt mir. Sieh so. Was haben wir denn hier so alles? Was ist da? Da können wir nicht lang. Ah, was ist da? Das höre ich schon, seit ich klein war. Bevor ich geboren wurde, gab es im Wutai mehr Leute und der Ort war wichtig. Du hast gesehen, wie es aussieht, nicht wahr? Nur ein Urlaubsort. Nachdem wir den Krieg verloren hatten, kam der Frieden, aber damit verloren wir etwas anderes. Schau dir Wutai jetzt an. Deshalb, wenn ich viele Materie hätte, könnte ich... Hör zu, Yuffie, die Geschichte vom Wutai und deine Gefühle sind uns egal. Du hast unsere Materie und wir wollen sie jetzt zurück. Wenn du sie uns nicht zurückgibst, vergessen wir das Ganze. Ich weiß, das weiß ich. Der Schalter, der Hebel links, Materia schnieft da drin. Links. Ist hier irgendwo ein Schalter? Ich kann das hier jetzt nicht so erkennen. Also die Materia. Mann, wo ist das jetzt hier? Hahaha. Vertraue niemanden einfach so. Die Materie gehört mir. Pech gehabt. Du willst deine Materie? Such sie doch selbst. Ja, das stimmt. Und wenn du nach Materie suchst, denk dran, du musst sie stehlen. Stehlen, ha, stehlen ist doch gut, oder? Hab dich. Na toll. Jetzt haut sie einfach wieder mal ab. Das kannst du sowieso wieder am besten. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier ist ja gar nichts. Boah, das ist auch ein, so ein Scheiß immer mit ihr. Hier klaut sie alles, da haut sie wieder ab, da geht sie da lang und ah. Die haben immer noch nichts.
Die sind immer noch hier. Ich denke mal, wir speichern jetzt mal ab hier. Das ist alles so ein bisschen wirrwarr, ey. Ach ja, gehen wir mal dahin. Ah ja, da lang. Der Vater ist aber weg. Hä? Ist auf einmal der Vater? Müssen wir jetzt im Turm oder? Ah ne, jetzt können wir hier lang. Boom, die Glocke. Ist da? Eine Geheimtür. Wow, lass uns gehen. Ich sagte, lass uns gehen. Hey, wer denkst du? Oh, was machst du da, Idiot? Ha. Du. Ho, 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 ho. Ach, der Typ, ey. Ho, 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 hi, hi, hi. Corneo. Ho, hi. Ich hab endlich ein neues Mädchen. Zwei, um genau zu sein. Ho, ho, hi. Zwei? Ach, dir Elena. Lass mich los. Was wirst du noch bereuen? Ho, 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 hi. Ey, der ist so verrückt nach Mädels und so, der, dass er sogar den führen will. Gewitterblitz. Elixier. Materie haben wir immer noch nicht zurück, ne? Nope. Oh. Und Shinra. Das ist er. Es ist Corleone. Lasst ihn nicht entkommen. Haha. Angriff! Oh ja. Lol. Dann greifen die auch noch uns an. Na super. Welche Scheißkerle. Ey, lass uns auch mal was einsetzen hier. Ey. So, ich finde das wohl lustig, die Shinra. Was hier Gewitterblitz? Boom, Explosion. Oh, das sieht ja auch nicht was ab. Wird die immer alle in Schlaf versetzt? Ha. Mit der Granate weckt er die alle wieder. So. Jetzt kommt Tiffer und gibt dir noch die Breitseite. Geschafft. So, wo ist er jetzt hingelaufen? Alter, was geht hier nur ab, ey? Da, 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 da.
So, hier können wir uns jetzt erholen. Tanken wir uns wieder auf. Und dann geht's gleich wieder weiter. Oh. Wo rennen die jetzt hin? Cornelio hat viel Talent, wenn es darum geht zu fliehen. Elena! Lass uns gehen, Root. Jetzt zeigen wir ihnen, was Turks alles können. Hört sich nicht schlecht an. Wenn er Elena in der Hand hat, dann wird's schwierig. Und... Ja gut, Cornelio hat Yuffie geführt. Und ohne Yuffie haben wir keine Chance, unsere Materie zurückzubekommen. Versteh mich nicht falsch. Ich hab nicht vor, mich einzumischen. Lassen wir uns doch einfach gegenseitig in Ruhe, okay? Einverstanden. Wir haben auch nicht die Absicht, mit den Turks zu kooperieren. Also, in welche Richtung ist Cornelio abgehauen? Das ist ja eine tolle Einstellung. Hier ein Tipp. Es ist der Ort, der am meisten auffällt. Ja, aber hier ist nicht bestimmt da, oder? Weil der fällt schon echt auf. Oder es könnte sich vielleicht diese Statuen da sein, diese Gebirgsstatuen da irgendwie. Nee. Das ist das nicht. Ich glaube, hier sind wir noch zu früh. Heißt also, wir müssen zu den großen Statuen da. Dann werde ich erstmal abspeichern und sonst erstmal die Aufnahmesession erstmal pausieren, weil ich bin echt müde. Hört man vielleicht auch bei den Kommentieren. Und ja, auf jeden Fall geht es dann nochmal weiter. Und dann schnappen wir uns diesen Typen. Und dann mal gucken, wie das dann, wie wir jetzt Yuffie kriegen und unsere Materie und den ganzen Kram. Ist ja schließlich wichtig, um weiterzukommen. Und das wird sonst so schwierig mit uns. Ja, Leute, dann haut rein, bis zum nächsten Mal.